Ampeloma will die BRD als Führungsmacht im Krieg. Und damit herzlich willkommen zu Kompakt, der Tag am 19. September. Das sind einige unserer Themen. Gasmangel, jetzt wird die Arznei knapp. Survival, Wasserfiltern in der Krise. Freddy Ritschel, Weckruf der Geschichte. Wochenende, so stark war der Protest. Der Fokus berichtete stolz, dass deutsche Waffen eine Schlüsselrolle bei der Ukraine-Offensive Anfang September gespielt hätten. Den Erfolg der Offensive habe man vor allem den deutschen Luftabwehrpanzern vom Typ Gepard zu verdanken. Zeitgleich hielt Bundesverteidigungsministerin Lambrecht ein Strategiereferat und forderte, dass die BRD nicht nur weiter schwere Waffen an die Ukraine liefern, sondern sogar, so wörtlich, als Führungsmacht bei Kriegen agieren müsse. Sehen Sie selbst. Das hat was mit unserer Größe, mit unserer geografischen Lage, mit unserer Wirtschaftskraft, kurz mit unserem Gewicht zu tun. Das macht uns zur Führungsmacht, ob wir es wollen oder nicht, auch im Militärischen. Die SPD-Ministerin will die BRD als Führungsmacht in Kriegen. Aber bei Lichte besehen würde das bedeuten, dass man die übrigen NATO-Mitglieder und auch die USA an der Ukraine-Front an Aggressivität noch übertrumpft. Was hat das zu bedeuten? Darüber sprachen TV-Chef Paul Klemm und Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer. Mehr Waffen, schnellere Lieferung, größere Geschütze. Also die Forderungen der Ukraine werden irgendwie immer vermessener, aber Deutschland ist ja anscheinend bereit, sich darauf einzulassen. Im Gegenteil, es geht sogar noch darüber hinaus. Also Christine Lambrecht hat jetzt den Anspruch erhoben, Führungsmacht zu sein in diesem Krieg. Man fragt sich, was da los ist. Also vor einigen Wochen war es ja noch so, dass die Bundeswehr als völlig desolat beschrieben worden ist. Und man hat sich gefragt, ob man überhaupt was Gutes liefern kann in die Ukraine. Und jetzt soll Deutschland plötzlich eine Führungsmacht darstellen. Und was mir auch aufgefallen ist, es gibt so eine Diskrepanz zwischen dem Ausmaß der Forderungen und der Kompetenz des Politikers. Also je inkompetenter, desto größer und desto dreister sind die Forderungen. Christine Lambrecht ist da beispielhaft eigentlich, weil sie ist ja eigentlich Anwältin. Sie hat gesagt, das ist ihr Traumjob. Man fragt sich, warum sie nicht dabei geblieben ist. Jetzt will sie ja die große Verteidigungsqueen sein. Sie hat weder militärische Vorkenntnisse, noch hat sie irgendwann gedient. Ich glaube, sie hat sich gar nicht für Militär groß interessiert davor, weiß wahrscheinlich auch gar nicht, wann die Völkerschlacht vor Leipzig geschlagen worden ist. Also kurzum, die Leute da oben sind völlig inkompetent und den USA passt das, glaube ich, ganz gut. Also die bestärken Deutschland ja noch auf diesem Kriegskurs. Die US-Botschafterin hat zum Beispiel gesagt, so sehr ich die deutschen Bestrebungen begrüße und bewundere, meine Erwartungen sind noch höher. Also sie begrüßt das nicht nur, sondern sie will noch mehr von Deutschland verlangen. Und ich glaube, den USA passt das ganz gut, dass Deutschland jetzt diese Rolle bekleiden will, weil da sind sie aus dem Schneider. Ihnen droht dann weniger Gefahr von russischer Seite und ihre Kräfte sind ja gerade sehr stark im pazifischen Raum gebunden, mit Taiwan, mit China. Darauf wollen sie sich bestimmt konzentrieren, haben ja auch innenpolitische Spannungen und deswegen denke ich, gefällt das den Amerikanern sehr, sehr gut, was gerade hier in Deutschland passiert. Ja. Die Amerikaner brauchen einen Deppen, der den Kopf hinhält an der Front. Und Christine Lambrecht ist offensichtlich bereit dafür, in die Führung zu gehen und tatsächlich sich einen blutigen Kopf zu holen. Wer den blöden Ausdruck mit der Führungsmacht erfunden hat, war übrigens gar nicht Frau Lambrecht, sondern ihr Parteifreund Lars Klingbeil. Aha. Das ist einer, dem man den Zivildienst auch auf 100 Meter ansieht, obwohl er vielleicht irgendwo mal gedient hat. Der hat ein typisches Weichei, aber der ist damit vor 6 Wochen schon um die Ecke gekommen. Und jetzt nach den ukrainischen Erfolgen im Donbass schwillt natürlich einigen Leuten der Kamm. Hm. Dazu gehört auch der Kanzler. Der Kanzler hat am Wochenende gesagt, deutsche Waffen haben Erfolge der Ukraine ermöglicht. Also voll stolz, ja, was man da alles gemacht hat. Und er hat dann nochmal nachgeschoben, gerade die Waffen, die wir zur Verfügung gestellt haben, haben den Unterschied gemacht und die jetzigen Erfolge, die die Ukraine verzeichnet, auch ermöglicht. Und deshalb macht es auch Sinn, dass wir dort weitermachen. Ja. Also die sind jetzt wirklich größenwahnsinnig geworden.
Wer natürlich auch an vorderster Front dabei ist, ist Annalena Baerbock. Also laut Spiegel gab es letzte Woche Dienstag so ein inoffizielles, also es war bekannt, aber so ein mehr oder weniger geheimes Treffen zwischen Kanzler Scholz und Annalena Baerbock. Da haben die beiden miteinander gesprochen über den Ukraine-Konflikt. Vorher war ja Baerbock in der Ukraine zu Besuch. Und einen Tag danach hat Baerbock ein Interview gegeben der Frankfurter Allgemein, wo sie dann auch Kampfpanzer gefordert hat. Und der Spiegel hat das so interpretiert, dass sie quasi die Kabinettsdisziplin verletzt hat, dass sie also ausschert aus dem Trott des Kanzlers, der ja noch zumindest offiziell zögert. Es könnte natürlich auch anders gedeutet sein, dass die beiden sich irgendwie abgestimmt haben. Ich meine, es ist ja eine ganz gute Rollenverteilung. Er gibt so den moderaten Staatsmann, der zögert, der überlegt, was das Beste für sein Land ist, während sie die Dinge nach vorne treibt, schon mal alle sozusagen setzt, was kommen könnte. Und selbst wenn er nur eine ihrer Forderungen erfüllt, wirkt es dann besser, als wenn er gleich alles erfüllen würde. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das so ein abgekartetes Spiel ist. Und der Scholz, ja, der hat sich ja auch bisher immer weichklopfen lassen. Der muss natürlich auch ein bisschen auf seine Partei achten. Also bald sind ja Wahlen in Niedersachsen. Und da habe ich was ganz Interessantes gelesen. Also die Wähler der SPD sind zwar 45% pro Waffenlieferung, aber immerhin 40% dagegen. Und bei den Grünen ist das total verkehrt. Also 76% pro Lieferung, 13% kontra. Da kann Annalena Baerbock natürlich besser loslegen als Scholz. Der muss da vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen aufs Wahlergebnis. Ja, also der ganze Streit um die Lieferung von Leopard 2 ist an den Haaren herbeigezogen und nur eine Show fürs Publikum, weil wir haben schon aggressive Angriffswaffen, schwere Waffen geliefert und da kommt es jetzt auch auf den Leopard nicht mehr an. Ich zitiere mal aus dem Fokus, es geht da um die Panzerhaubitze 2000, von denen wir 18 Stück geliefert haben, zusammen mit den Holländern, und die tatsächlich jetzt in der Offensive der Ukraine eingesetzt worden sind. Und da schreibt der Fokus, ist, also die Panzerhaubitze 2000 ist mit seiner 155 mm Munition eine Präzisionskriegsmaschine erster Wahl, eine der tödlichsten Waffen der Welt. Mhm. Also haben wir schon geliefert, ja. Dazu, was wir auch schon geliefert haben, ist der Gepard Flugabwehrpanzer. Der hat auch eine Rolle gespielt in der Offensive. Jetzt kommen die Dingos, also gepanzerte, sozusagen Kleinpanzer. Im Umfang von 2 Milliarden ist bisher schon geliefert worden. Hm. Also jetzt sagt, Scholz sagt und auch Lambrecht sagt, wir liefern den Leopard 2 erst, wenn die anderen NATO-Partner auch schwere Panzer liefern. Die Amerikaner sollen den Abrams-Panzer liefern. Damit versuchen sie jetzt Zeit zu gewinnen, aber wie ich schon sagte, es ist Show, weil wir sind da eh schon vorne mit dabei. Führungsmacht natürlich werden wir, wenn wir jetzt, obwohl es de facto keinen Unterschied bedeutet, aber in der Symbolkraft bedeutet es einen Unterschied, wenn Leopard 2 geliefert würden, bevor die Amerikaner Abrams liefern. Mhm. Dann hätten wir wirklich gezeigt, dass wir die Dümmsten sind vom ganzen westlichen Bündnis. Und das ist ja das, was die Sozis offensichtlich auch wollen. Ja. Ja, ich halte es auch für eine Scheindebatte. Es geht jetzt sogar das Gerücht um im politischen Berlin, dass Scholz erpresst wird von Putin. Also dass Putin am Telefon bei diesem Telefonat letzte Woche angedroht hat, Deutschland mit Atomraketen zu beschießen, falls Deutschland Marder liefern sollte, also Kampfpanzer liefern sollte. Also ich halte das auch für Stimmungsmache, vor allem gegen Putin, um Angst zu schüren, um da nochmal die Fronten zu verhärten. Auf jeden Fall, wer weiter voranprescht, ist Zelensky. Also es ist kein Ende des Kriegs in Sicht. Zelensky will jetzt eine neue Offensive starten gegen Russland, ist alles schon in Vorbereitung. Also die sind gerade beflügelt von diesen militärischen Triumphen, auch im Blutrausch. Und wir sind so dumm, um da mitzumischen und das Ganze zu befeuern. Ich meine, was ich schon letzte Woche gesagt habe, man soll sich doch nicht wundern, wenn dann Putin nächste oder übernächste Woche sagt, ich habe jetzt wirklich die Nase voll von den Deutschen und ich drehe denen jetzt Öl und Gas ab, bevor die uns immer weiter reinreiten. Ja. So wird es kommen. Liebe Zuschauer, es wird nicht leichter, aber wir verfolgen das Ganze weiterhin für Sie. Kommentieren Sie dieses Video gern, teilen Sie dieses Video gern, und hier geht es jetzt spannend weiter mit einem Bericht über Medikamentenengpässe, befeuert durch die Gaskrise. Die Energiearmut ist in allen Lebensbereichen spürbar, auch in einem Bereich.
Liebes Publikum, hier endet die gekürzte YouTube-Fassung dieses Beitrages. Wegen der Zensurgefahr können Sie die vollständige Sendung nur unter tv.kompakt-online.de sehen. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Viel Spaß beim Weiterschauen, wünscht Ihnen Ihr Kompakt-Team.